Frühlingskonzert des Arbeitermusikvereins Neufeld steht 2014 unter dem Motto Sternstunden. Dieses Thema hat Kapellmeister Richard Hirschler ausgesucht und gleich die Musikstücke beigesteuert. Man hört ein paar Stücke und sagt, die mag ich unbedingt spielen. Und dann versucht man sich irgendein Thema zusammen zu spinnen und ein paar Stücke dazu zu nehmen und schauen. Und halt sehr, entweder wirklich themenbezogen oder vielleicht so ein Hintertürl, dass man dann sagt, okay, das könnte man vielleicht ins Thema einbauen. Die Zuseher im ausverkauften Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz sehen an diesem Tag auch eine Premiere. Erstmals dirigiert Christina Wallner als Obfrau des AMV das Nachwuchsorchester Mini Musica. Und die Nachwuchsarbeit funktioniert bestens, wie die 5 neuen Musiker in ihrem Orchester beweisen. Ja, wir haben das Glück, sehr, sehr gute Instrumentalpädagogen an der Musikschule zu haben. Und nicht zuletzt genießt der Musikverein doch einen gewissen Ruf. Und die Kinder sind sehr, sehr motiviert, einfach mitzuspielen. Sei es bei Mini Musica, das ist immer das erste große Ziel, auf das sie hinarbeiten können. Und sie lieben es richtig, dann auf die Bühne gehen zu dürfen und gemeinsam zu zeigen, was sie gelernt haben. Das ist die größte Motivation. Das Frühlingskonzert ist auch eine gute Gelegenheit, um die Leistungsabzeichen zu überreichen. Dieses Mal übergibt Bezirkskapellmeister Johannes Biegler die Auszeichnungen an die Neufelder Musiker. Aber wie wichtig ist diese Anerkennung? Für die Ausbildung auf einem Instrument ist natürlich enorm wichtig, dass es gesteckte Ziele gibt, die man auch erreichen kann. Ohne Ziele lässt die Motivation natürlich auch zu wünschen übrig. Und durch diese Leistungsabzeichenprüfungen oder Übertrittsprüfungen, wie es in der Musikschule heißt, können wir denn die Musiker einfach in die richtige Richtung lenken. Und so funktioniert die Ausbildung und auch die Motivation, in eine bestimmte Richtung zu gehen, auf ein bestimmtes Ziel zuzugehen, ganz, ganz toll. Von den Neostars an den Instrumenten geht es wieder zurück zum eigentlichen Thema. Hier leistet sich der AMV mit einem Mädel aus Les Miserables eine gern gehörte Themenverfehlung. Schließlich geht es am Ende des Konzertes mit Fly Me to the Moon doch wieder zurück ins All.